Hi, I'm Mary. In diesem Video lernst du die Zeitform Present Progressive kennen. Bevor es losgeht, möchte ich das Present Progressive erst einmal in Beziehung zu anderen Zeitformen setzen. Das Present Progressive ist wie das Simple Present, also eine Zeitform des Präsens. Auf den Unterschied im Gebrauch von Simple Present und Present Progressive werde ich im Gliederungspunkt 1 eingehen. Damit wären wir schon beim Aufbau dieses Videos. Als erstes gehe ich darauf ein, wann man das Present Progressive verwendet im Gegensatz zum Simple Present. Und zwar, als erstes gehe ich auf den regulären Gebrauch ein und dann auf die vier Spezialfälle. Im zweiten Punkt gehe ich auf die Bildung des Present Progressives ein. Der dritte Punkt behandelt die Formulierung von Fragen im Present Progressive. Im vierten Punkt sage ich euch, welche Verben nie im Present Progressive stehen. Der fünfte Punkt gibt euch im Abschluss noch einmal einen Überblick über den Gebrauch des Present Progressives. Jetzt geht's. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com